Siegel des großen Auges nachfahren und beten, dass meine Gegenwart, so dürftig sie auch sein mag, uns noch Zugang in die Hallen gewährt. Okay. Mal schnell gucken. War es schon vorbei? Okay. Dann I und das und ja, dann gucken wir mal ganz kurz. Jetzt da ist er. Gut. So, nein. Es hat geklappt. Gehen wir weiter in die prophetischen. Machen wir. Entschuldigung fürs Abbrechen. Ich habe keine Angst vor euch. Und eines, das mächtiger ist als der Rest. Wir müssen es zurückbringen und diesen Eindringling unbedingt aufhalten. Machen wir. Das war einfach. Der Atlas Obscurum. Natürlich wurde dadurch Moras Falle ausgelöst. Mein Fürst würde nie riskieren, dass dieser Foliant das Kloster verlässt. Schnell, wir müssen ihn zurückbringen. Okay. Da, beim Wahrsagerausblick. Dorthin müssen wir den Atlas bringen. Wir treffen uns dort, nachdem ich mir einen Überblick über den Schaden verschafft habe, den der Kult verursacht hat. Dieses Podest bringt den Atlas Obscurum in seinen Schutzzauber zurück. Hab ich. Das ist der Moment, der Augenblick, an dem der Kreislauf ausgelöst wurde. Die prophetischen Foren liegen mir offen, Meister Perhita. Jetzt muss ich nur noch den Atlas stehlen. Moment, ihr seid keine Chiffre. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diese Bücher stehlt. Minai Shai, wir dürfen nicht zulassen, dass er zum Atlas gelangt. Ja. Niemand entgeht meinem Auge oder meinem Urteil. Das ist nicht ganz richtig. Weder Täuscher noch Getäuschte. Durch das gesicherte Wissen und die gelernte Lektion wurde der Kreislauf gebrochen. Die Gläubigen sind geheilt. Die Bücher! Sie stehlen die... Moment. Ist es vorbei? Wurden die Bücher zurückgebracht? Ja. Ja, Minai Shai. Sie wurden zurückgebracht. Reden wir in der Halle, wo es sicherer ist. Machen wir. Was mich jetzt einfach interessiert, ist... Diesmal fallen wir auch nicht runter. Und der kann uns auch nichts. Da sind sie. Moment. Ich bin gestorben? Und ihr wart die ganze Zeit über bei Bewusstsein? Das ist... Ihr habt es geschafft. Ihr habt den Kreislauf beendet. Langsam erinnere ich mich wieder an alles. Und ja, dazu zählen auch all meine Tode. Aber reiten wir nicht zu sehr auf diesem Thema herum. Danke für alles, was ihr für mich getan habt. Gerne. Für uns. Sieht aus, als wird er endlich frei. Ja, danke, dass ihr uns aus dieser Falle befreit habt. Kaum vorstellbar, dass mein Fürst derartige Maßnahmen ergreift, um das Wissen hier zu beschützen. Eine harte Bestrafung. Aber ich darf meinen Meister nicht hinterfragen. Du hast es ja geschafft, ne? Es ist nicht viel. Aber nehmt das hier. Klar. Hab Dank, Freund. Viel wichtiger ist halt eben,
Meine Zeit hier im Kloster war... Was da oben? Erleuchtend. Nach all dem wäre es vermutlich ganz schön, mir die Beine zu vertreten und die Ebene zu erkunden. Ich verspreche nach Kräften, verrückten Kultisten und Fallen aus dem Weg zu gehen. Werdet ihr zum Kloster zurückkehren? Oh, gewiss. Es ist ein Privileg, in diesen Hallen arbeiten zu dürfen. Außerdem ist es eine Weile her, dass ich meiner Rolle als Chiffre angemessen nachgehen konnte. Stellt euch nur vor, wie viele Vorhersagen sich angesammelt haben, während wir gefangen waren. Ja, das ist ein großer Stapel Papiere, beziehungsweise ein ganzer Ordner voller E-Mails. Seltsam. Also. Ich hatte vergessen, wie staubige Weissagungen riechen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Buch ich zuletzt gelesen habe. Es ist schon so lange her. Wenn ihr möchtet, kann ich euch ein paar Bücher empfehlen. Vielleicht ein paar meiner Lieblingsbände. Das wäre großartig, Minai Shai. Aber dieses Mal werde ich sie aufheben, ja? Achso, wir machen das jetzt gerade mal. Das da? Was macht das da? Warte mal. Das hier macht 22 Sekunden. Eigener Charakter. Ihr beschwört einen Schatten eurer selbst, um einen Feind anzugreifen. 22 Sekunden. Einen Schatten eurer selbst, um einen Feind anzugreifen. 2013 Magieschaden. Oh. Hier sind nicht mehr. Na, das nehmen wir doch. Sehr schön. Das ist doch super. Oh, das ist vielleicht ein bisschen tief. Das ist vielleicht ein bisschen tief. Vielleicht darüber? Ja. Tat auch weh, ist egal. So. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Müssen wir nur noch diese ganzen Sachen leveln, bis wir dann ganz fertig sind. Und vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, mal Sachen alleine zu machen. Also mit Bastian natürlich. So, jetzt lass mal gucken. Wir gehen auf J. Wir gehen auf Errungenschaften. Und wir gehen auf Negrom. Wir machen offene Ziele. Ziel ist es. Hier. Was fehlt denn hier noch? Okay. Machen wir mal hier erstmal Quests. 30 tägliche. Alle, ja gut, das ist das, ja. Das ist Quatsch. So. Bastion. Rand des Wahnsinns. Rand des Wahnsinns ist die... Warte mal, allgemein. Gruppenwagnis auf Gnom, Gorne und Untergewebes. Gucken wir doch mal. Gruppenwagnis auf Untergewebe. Müssen wir da hin, oder? Oh, wir sind ja hier an einem... Wo ist der Wegschrein? Es ist gar kein Wegschrein. So. Dann... Ne, komm, wir reiten zum Wegschrein. Das... Man muss ja nicht unbedingt Geld verschwenden. Dann schauen wir mal, ob wir mit diesem Bild doch was hinkriegen. Ups, das war vielleicht ein bisschen hoch. Ach, das hat nichts. So, wir müssen dahin. So, was fehlt mir denn da noch? Und können wir es schon oder müssen wir es später machen?
Das ist die Frage, um die es hier geht. Weil da möchte ich ja hinkommen, dass ich Gruppenwagnisse, also nicht Prüfungen, das ist Quatsch. Prüfungen, also Prüfungen alleine vielleicht irgendwann mal, aber das ist nicht mein Ziel eigentlich. Ne? Wenn sich das ergibt, klar, aber ich glaube, das geht gar nicht. Es geht schon, aber, ne? So. Was fehlt mir denn im Untergewebe? Das klingt irgendwie so, als hätte ich keine Unterhose an oder so. Habe ich aber. Habe ich immer. Das war hier, ne? So. Wir schauen. Da fehlt eine ganze Menge. Da fehlen uns zwei Bosse. Aber ich glaube, das ist noch mehr. J. Ja, Untergewebe. Erkunden. Ja, welche fehlen? Die beiden, tatsächlich nur die beiden. So, da sind wir gescheitert. Hier können wir auch nicht. Der macht auch nichts. Warte mal, wir kommen da nicht einfach so hin, oder? Ah ja, gut. Ich guck mal, ob dieser Bild dafür besser ist, als der, mit dem wir gescheitert sind. Ah, da kommt ja schon der erste. So. Da ist er, Kriechkralle. Wir fangen an mit dem. Dann, das Ding brauchen wir eigentlich nicht. Dann machen wir das. Geht das? Nein, das geht nicht. Dann machen wir das. Dann machen wir das, dann das. Dann heilen wir uns. Dann machen wir das. Ich muss Schaden machen. Geschafft. Der Bild ist besser. Gutes Auge. Es war knapp, aber es hat gereicht. So, dann lass uns mal ganz kurz schauen. Besser? Mhm. Ich glaube, das da machen wir. Wie war das? So war das. Ich bin immer bereit zu helfen. Mhm. So, Ausrüstung. So, dann gehen wir nochmal eins zurück. Übersicht. Fähigkeiten. Mhm. Erst ab Stufe 20, der hat 15. Fertigkeiten. Mhm. Ab 20. Ab 17. Heilungsstab. Ab 20. Rüstung. Aha. Mhm.
Gilde? Geht noch nichts, oder? Ah ja, ich muss ja hier. Ne? Magiergilde hat er aber schon. Unerschrocken hat er noch nicht. Volk. Gut, okay. Sind wir soweit eigentlich fertig, oder? Nein. Okay. Und was ist mit der... Was kann ich für euch tun? Ich lausche. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich mag, dass ihr gern zuhört. Viele Leute hören sich nur zu gern selbst reden. Zum Beispiel du, Bastian. Kann ich euch bei etwas helfen? Ich lausche. Was habt ihr auf... Ich liebe das Leben als Abenteurer. Aber ich hab... Was habt ihr auf dem Herzen? So. Jetzt ist die Frage, schaffen wir den anderen auch? So, erstmal das da. Dann... Bei denen da geht auch das da. Schmeckt unseren Stahl! Das machen. Und der Rest ist eigentlich da. Hallo? Wieso komme ich nicht weg? Egal, war aber gut. So. Frage ist, wie kommen wir denn? Wie kommen wir denn? Da hoch. Ich verstehe es noch nicht. Ein einzelner Faden ist bedeutungslos. Wie die Seiten eines Buches, dass sie sich sterbliche nur mal dahin. Da kommen wir raus. Das wollen wir nicht. Da geht's. Geht's da weiter oder geht's da nicht weiter? Da geht's weiter. Wir pirschen durch so. Die dunklen Ecken von Apokrypha. Ja, das ist egal. Ist es ja nicht, wa? So. Ja, wir sind alle drin. An die Waffen! Oh, Mist, hat mich doch noch gedrückt. Zu dem einen letzten Boss. Ja gut, dann ihr noch. Und nochmal ein Punkt für Geschick. Das ist die Frage. Wie gesagt, das Ding ist, solange ich Schaden mache, ist alles in Ordnung. So. Aber wie kommen wir? Es ist ja wieder hier. Ich drehe mich im Kreis. Wir müssen hier rüber. Nee. Was ist denn da? Müssen wir einfach da rein? Ist das das Ding? Ich weiß es im Moment noch nicht. Einfach nur hier. Moment. Ne, da waren wir. Ausschwärmen! Oh, der Ogre mit seinem Leben. Oh, da ist noch einer. Haha.
Wir brauchen noch einen. Komm, das mal bitte in Ruhe. Ah. Ah. Was ist das? Da ist aber gar kein Böser.